Also, 4.34 Uhr. Das ist noch nicht fertig. Ich weiß immer noch nicht, ob es fertig wird. Wir haben heute lange verhandelt. Wir haben immer wieder Angebote gemacht, versucht, Kompromisse zu schließen. Die einzelnen Parteien haben sich immer wieder zurückgezogen, um sich zu besprechen. Es ging um die großen, wichtigen Themen, die den jeweiligen Parteien besonders wichtig sind. Das Thema Flucht und Migration, das Thema Soli bei der FDP, das Thema Klimaschutz bei uns, bei Bündnis 90 Die Grünen und die Themen Europa und Außenpolitik. Und wir sind nicht zu einem Ergebnis gekommen. Trotzdem haben wir geredet, haben weiter geredet, haben sehr konkret geredet an vielen Fragen. Wir sind an Schmerzpunkte gegangen und für uns war das so, dass wir gesagt haben, wir bleiben gesprächsbereit. Auch wenn es noch so hart ist, auch wenn es noch so lang dauert, wir bleiben gesprächsbereit. Warum? Wir haben eine Verantwortung in diesem Land, wir haben eine Verantwortung für dieses Land und die Wählerinnen und Wähler haben uns eine Konstellation beschert, von der wir am Anfang schon wussten, vor 4 Wochen und einem Tag, ich glaube, da war das erste Gespräch, dass sie eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst und dass sie wahnsinnig schwierig ist. Das ist immer noch so, auch nach dieser Nacht. Und deswegen werden wir jetzt morgen weiterreden und schauen, wie weit es geht. Wir haben gesagt, wir bleiben dabei, wir sind bereit zu sprechen und hoffen, dass es ein Ergebnis gibt. Es kann immer noch sein, es gibt kein Ergebnis. Unser Bemühen bleibt, unsere Kompromissbereitschaft bleibt und unsere Leidenschaft und unser Kampf und unser Engagement für unsere Themen bleibt auch. Guten Morgen.